Heute wird im Nerdquiz das Spielejahr 22 abgefrühstückt. Schönen guten Tag, herzlich willkommen. Wer gehört dazu? Einmal klatschen, einmal jubeln. Eigenlob stinkt nicht, denn Geruchsfernsehen gibt es noch lange nicht. Ja, also können wir so viel klatschen, wie wir wollen. Schön, dass ihr alle da draußen an den Empfangsgeräten da seid. Es geht weiter mit dem Nerdquiz. Wenn ich richtig gerechnet habe, vielleicht habe ich richtig gerechnet, aber der letzten Folge im Jahr 22. Und dazu habe ich natürlich auch die bestmögliche Riege mir hier zusammengesucht, inklusive etlicher Debütanten hier im Nerdquiz. Sarah. Ja. Schön, dass du dabei bist. Hallo. Endlich mal. Danke, dass ich da sein darf. Es ist mein erstes Mal Nerdquiz und ich bin aufgeregt, weil ich gerade schon gesagt habe, es ist so ein ehrenhaftes Format, in dem nur die Titanen und Titaninnen sein dürfen. Und jetzt bin ich hier. Ha! Jetzt bist du hier. Naja, du musst gucken, dass es dir nicht zu Kopf steigt oder so. Sollst du vielleicht denn gewinnen, dann hast du vom Nektar des Sieges genippt. Und dann ist auf einmal Schicht im Schacht für alle. Echt? Hallo Wirt! Nein, der ist heute nicht dabei, aber Sarah, ich freue mich sehr. Ich bin sehr gespannt darauf, wie das hier ablaufen wird. Wir haben einen Rückkehrer, zumindest nach einiger Zeit. Markus, schön, dass du auch wieder mit dabei bist. Es ist schon ein kleines bisschen länger her, dass du da bist. Ja, es ist richtig lang her, weil das letzte Mal war es für mich ein Tag der Schande. War übrigens eine Folge mit Wirt und ich hatte sehr wenig Punkte. Und Wirt sehr viele. Und das hat mich so traurig gemacht, dass ich lange nicht mehr mich hergetraut habe. Aber heute schon. Ja, ich meine heute sowieso in deiner Tätigkeit bei Game 2, du musst dich ja sowieso zwangsläufig mit den Spielen, die im Jahr 22 rauskommen, großflächig auseinandersetzen. Ja. Wie schätzt du so dein Hintergrundwissen ein? Ja, es ist natürlich jetzt eine hohe Fallhöhe, wie du schon festgestellt hast. Man kann nur verlieren. Man kann nur verlieren. Ich habe in diesem Jahr weniger gespielt als die letzten Jahre. Ich komme immer wieder zu denselben drei Spielen zurück. Vielleicht ist das mein Verhängnis, aber ich hoffe einfach, ich habe bei den Game 2-Sendungen gut aufgepasst. Es ist die Osmose, mit der man solche Sachen aufnimmt, selbst wenn man nicht spielt. Valentin, ich hätte gedacht, dass ich dich hier schon mal dabei gehabt hätte, aber anscheinend nicht. Nee, ich glaube, ich habe schon mal abgesagt, weil ich große Angst vor dem Format habe. Weil ich war ja auch schon mal in diversen Endgegner-Ausgaben, eine mit dir zum Beispiel und auch eine mit dir. Und da habe ich auch meistens Geschwindigkeitsprobleme gehabt. Das ist, glaube ich, mein großes Defizit hier. Ob ich Wissen vorweisen kann, das kann man natürlich, wenn man den Buzzer zuletzt gedrückt hat, immer noch behaupten, dass man das gewusst hätte. Aber ich glaube, das ist meine größte Stärke, die ich heute mitbringe. Ich hoffe so ein bisschen, dass ich gerade einfach genügend Kaffee oder so getrunken habe. Ja, wir werden natürlich sehen, wie ihr euch alle gleich schlagen werdet beim Buzzern, beim Fragen beantworten, inklusive dem in der letzten Folge nochmal etwas angepassten Finale. Da werden wir gleich nochmal, wenn es soweit ist, darauf eingehen. Aber wir haben nach eurem Feedback natürlich nochmal ein bisschen dran geschraubt und gedreht. Und themenmäßig habe ich schon mal kurz ausgeführt, das Spielejahr 22 steht vor seinem Abschluss. Es sind sehr viele Spiele rausgekommen, sehr viele Spiele neu aufgelegt worden, sehr viele Spiele angekündigt und verschoben und alles gemacht worden. Und wir, die darüber Bericht erstatten, auf verschiedensten Arten, ob bei Rocket Beans, im Game Talk, in anderen Formaten, ob bei Game 2. Ich denke, wir beschäftigen uns auf die eine oder andere Art. Und jeder von euch hat ja, denke ich mal, auch einen sehr unterschiedlichen Wissensstand oder kann andere Sachen dann dazu beitragen. Deshalb bin ich sehr gespannt, wie es ablaufen wird. Ich möchte für euch da draußen einen kleinen Hinweis noch geben, denn es gibt mittlerweile den wunderbaren Nerdquiz-Kalender des Jahres 2023, so, nicht, dass ich was Falsches sage, könnt ihr überall im Handel erwerben, unter anderem auch im Rocket Bean Shop, als auch, letzte Ausgabe habe ich verschenkt beim letzten Mal, aber das ABC der Videospiele Level 2 gibt es natürlich ebenfalls, das wunderbare Retro-Club-Buch mit schönem Wissen, was man sich holen kann, um im Nerdquiz auch mit dabei zu sein. Lasst uns mit Runde 1 anfangen. Wir checken die Kategorien aus, denn mit am Start sind Game Pass, ja. Remaster und Remakes, offene Welten, harte Ware und fiktionale Welten. Remaster und Remakes sind, glaube ich, selbsterklärend. Game Pass, Spiele, die im Game Pass rausgekommen sind oder im Game Pass wieder rausgekommen sind. Also alles, was mit Game Pass zu tun hat. Also alles. Ja, oder es können Fragen über Sachen, die den Game Pass selbst betreffen sein, aber auch über die Spiele, okay, die da rausgekommen sind. Offene Welten, also Sandbox, Open World, irgendwas, wo etwas breiter sich auseinandergesetzt werden kann mit den Spielen. Harte Ware, Hardware. Ja, also nicht nur die Software, sondern auch die haptische Seite, womit man
dann das Spielen tätigt. Und Fiktionale Welten ist eine Rubrik, die ich häufiger mit dabei hatte. Ich werde, wenn ihr eine Frage daraus wählt, dann verschiedene Begriffe aus Videospielen nennen. Und das kann alles Mögliche sein. Ortschaften, Charakternamen, irgendwas, Itemgegenstände, wie auch immer. Und ihr müsst dann ermitteln, aus welchem Spiel diese Charaktere oder diese Gegenstände und so weiter da stammen. Mir reicht da das Franchise. Also wenn es nach Möglichkeit irgendwas, wo man sagt, oh, es ist eine große Serie und dann könnte es Teil 17, Teil 18 geben. Mir reicht das Franchise dann. Ihr müsst also den Zusammenhang erkennen. Was ist das? Wie hängt das zusammen? Und aus welchem Franchise oder Spiel ist es? Kriegen wir hin. Das kriegen wir auf jeden Fall hin. Wir lassen mal den Zufallsgenerator laufen und schauen, wer beginnen darf. Blau. Allez, le bleu. Wer ist blau? Bin ich blau? Du bist blau. Ich bin blau. Ah, nochmal gucken. Okay. Ja, bei mir sind die Farben immer leicht verändert hier, weil dein Orange sieht für mich grün aus. Ja. Genau. Oh, und ich will auch noch sagen, in der ersten Runde, wir werden 11 Fragen ausspielen von dem Tableau und dann nochmal 11 weitere mit erhöhtem Punktewert, damit ihr schon mal Bescheid wisst. Markus, erste Kategorie für dich. Ja. Ach komm, wir spielen uns mal warm. Offene Welten 200. Offene Welten für 200. Hände neben die Buzzer. Offene Welten für 200. Wie genau heißt das Entwicklerstudio, welches hinter dem Sandbox-Spuktakel Ghostwire Tokyo steckt? Ja. Sarah. Tango Softworks, sagt Sarah. Und das ist leider nicht richtig. Ah. Ich habe nochmal geguckt, ich habe ja extra gesagt, wie genau, deshalb wollte ich es auch genau wissen. Ich verstehe dann euer Zögern. Ihr anderen beiden hättet ihr. Nein. Also Tango kann ich sagen, Tango wäre schon mal richtig, aber der zweite Part. Es ist nicht Tango Softworks, sondern es ist Tango Gameworks. Nein, das war die andere. Oh, okay. Ich war. Wir können es mal einblenden, gerne. Da sehen wir. Mann. Unter anderem. Als hätte ich die Schnecke noch nie gesehen, das Logo, keine Ahnung. Nee, ich habe den Beitrag damals gemacht. Ja, gut, ich aber. Du musst das wissen. Weiß ich nicht, ob man den genauen Wortlaut wissen. Man muss sagen, aber ich kann es verstehen, Sarah, von wegen, weil Tango Gameworks veröffentlicht seine Spiele bei Bethesda Softworks. Ja. Deshalb kann man dementsprechend ein bisschen durcheinander kommen. Ich muss dir, Sarah, leider diese 200 Punkte abziehen, erstmal. Guter Start. Muss das ist okay. Noch nicht so viel heißen, aber ja, das wird eh alles sich nochmal anpassen können. Markus hat die Frage gewählt, Sarah lag nicht richtig. Ich drehe ja mal das Fragerecht zu Valentin um. Mhm. Ich nehme Fiktionale Welten 100. Fiktionale Welten für 100. Gute Wahl. Für 100 Punkte, Hände neben die Buzzer, fange an aufzuzählen. Casey Jones, April O'Neil, Splinter, Leonardo. Markus. Teenage Mutant Ninja Turtles. Splinter, Leonardo, Michelangelo, Raphael, Donatello. Teenage Mutant Ninja Turtles, im Speziellen Shredder's Revenge. Ja, das sind nämlich alle spielbaren Charaktere aus Shredder's Revenge. Sehr gut. Schwieriger Name jetzt hier. Ist richtig. Ist aber auch natürlich bei 100 Punkten ist es mehr, wer kann am schnellsten erkennen, worum es geht. Sehr, sehr gutes Spiel. Auch ohne Turtles-Bezug. Wenn man Beat'em-ups mag, kann man es gerne mal probieren. Ein sehr schönes Revival gewesen. Ich habe mich nicht getraut. Ich war so kurz verwirrt. Ich wusste nicht mehr, ob wir den genauen Titel nennen mussten. Ja. Ich wäre, glaube ich, auch noch drauf gekommen. Ja, Franchise reicht. Shredder's Revenge. Shit, ich kann das nicht aussprechen, da ich gerade. Es geht um Shredder's Revenge. Punkte bei Markus auf das Konto mit drauf. Geil. 100 Punkte hast du gekriegt und du darfst Markus die nächste Frage dir aussuchen. Remaster Remakes 100. Remaster und Remakes für 100 Punkte. Hände neben die Buzzer. Für 100 Punkte möchte ich wissen, das Remake von welchem Survival-Horror-Klassiker? The Last of Us Part 1. Sarah sagt The Last of Us Part 1. Ich rede weiter. Das Remake von welchem Survival-Horror-Klassiker wurde während des sogenannten Transmission-Streams Mitte Oktober 2022 angekündigt? Das war. Könnte falsch sein. Silent Hill 2. Ach komm. Ich denke halt, Markus ist dabei und der. Ich bin nicht schnell. Aber ich wusste, es gibt einen Remaster dieses Jahr, in dem Markus mich in jeder Frage schlagen wird. Und ich dachte, wenn ich Survival Horror höre und nicht drücke, bevor du drückst, dann sagst du, da lass du was. Ja. Ah!
Das ist natürlich gewagt, wobei du hast schon so früh gedrückt, Sarah, dass noch gar nicht überhaupt die Art der Frage klar war, sondern es kann sich ab und zu mal lohnen, sich schon vorab ranzutrauen. Man soll dir natürlich keine Steine in den Weg legen. Immer gerne vorne dran. Ja. Ich muss dir leider erstmal 100 Punkte abziehen. Ist okay. Dass wir bei minus 300 sind. So, glaube ich, wieder bei der Situation. Du hast gewählt, Sarah? Nee. Ich hatte gewählt. Du hast gewählt. Ja. Sarah lag falsch, deshalb wieder rüber zu Valentin einmal. Achso, ja, dann möchte ich mal die Game Pass-Kategorie 200 ausprobieren. Game Pass für 200. Hände neben die Buzzer. Für 200 Punkte möchte ich wissen. Für welches im Game Pass enthaltene Spiel gab es 2022 kostenlosen DLC und Kooperation mit dem Kinohit Top Gun Maverick? Flight Simulator 2020. Ja, gut. Ja. Valentin sagt... Die einzige Frage, die ich wissen kann. Yes! Valentin sagt der Flight Simulator und das ist richtig. Beste Kategorie. Das stimmt. Das ist absolut richtig. Da sehen wir es. Der Frieden. Flight Simulator inklusive den Top Gun Maverick Add-on. Warum wieder DLC? Übrigens also bald daheim anzugucken, also unabhängig vom Spiel, aber der Film kommt, glaube ich, endlich im Home-Video-Streaming raus. Sehr gut, weil wir hatten ja auch im Game-Talk drüber geredet und du hast ja gesagt, guter Film, ich habe nur den DLC gespielt. Man kann es auch andersrum dann aufzäumen. Ja. Valentin, deine Erfahrung hat dir 200 Punkte schon mal gebracht, die du aufs Tableau bringen kannst und du darfst dir die nächste Kategorie aussuchen. Online-Welten für 300, bitte. Online-Welten, offene Welten. Meine ich ja. Offene Welten für 300 ist tatsächlich eine Schreibfrage. Oh, okay. Ja? Das heißt für euch, ihr habt gleich in Ruhe Zeit, die Antwort zu notieren. Ich werde euch was Bestimmtes fragen. Es gibt keinerlei Abzug, wenn man falsch liegt. Wenn mehrere Leute die Antworten richtig haben, kriegen natürlich auch mehrere Leute dann Punkte. Mhm. Was ich für 300 Punkte gerne von euch wissen möchte, ihr schreibt mir bitte die Namen der vier spielbaren Superheldencharaktere in Gotham Knights auf. Was sind die vier spielbaren Superheldencharaktere in Gotham Knights? Mit entsprechenden Superheldencharakternamen. Müssen wir schnell schreiben? Es sind vier. Ich werde euch noch dann Kulanz geben und fertig schreiben lassen. Ja? Soll euch nur ein bisschen anheizen. Ich bin ja kein Unmensch. Also heute nicht. Aber ich schreibe die Namen der vier spielbaren Superheldencharaktere in Gotham Knights auf. Schreib gerne noch fertig. Was? Ich hab so ein Blackout. Ich weiß die, verdammt. Aber Sarah, du musst jetzt schreiben. Wenn es dir nicht einfällt, musst du raten. Alright, alle haben was notiert. Valentin, zeig mir, was du hast, bitte. Ich hab Batman. Der ist tot. Was weiß ich? Ich kenne mich damit nicht aus. Gute Antwort. Ich hätte im ersten Moment gedacht, die vier spielbaren Charaktere Batman, was ist das für eine Antwort? Aber es gibt ja sehr viele Batmans. Wir behalten das also im Hinterkopf. Okay. Markus. Ist keine schlechte Antwort. Auf jeden Fall, Batman. Robin. Das sind meine Antworten. Batgirl, Nightwing und Red Hood. Hätte damit rechnen können. Robin, Batgirl, Red Hood und Jason Todd. Und es ist möglich, dass Red Hood Jason Todd ist, aber es könnte auch Nightwing sein. Und dann wäre ich richtig. Ich habe im Speziellen aber nach den Superhelden-Namen gefragt und nicht nach den bürgerlichen Namen. Ein Glück, die hätte mir auch ist nicht Nightwing gewusst. Nicht eingefallen. Aber ich glaube, Jason Todd ist auch Nightwing ist ein Robin. Ich komme da auch durcheinander. Ich habe auch keine Ahnung. Dann ist es Dick Grayson. Ja, das war der erste Robin. Das ist auch ein Robin. Ja. Nee. Der doch später zum Nightwing wurde. Ja, oder? Genau, der ist Nightwing, aber mir ist Nightwing nicht eingefallen. Zumindest meiner Liste nach, Markus, du hattest die Kombination richtig. Ich wusste auch nur die bürgerlichen Namen. Die bürgerlichen Namen. Klaus, Dieter, Peter und Rapunzel. Da sehen wir sie auch nochmal. Robin, Nightwing, Batgirl, Red Hood. Ich kenne mich ja nicht so super aus in den ganzen Sachen. Was macht Deadpool die ganze Zeit da? Das habe ich mich auch gerade gefragt. Wie auch immer, wie auch immer. Das war aber auch eine schwere Frage. 300 Punkte, deshalb eine etwas höherpreisige Schreibfrage. Auf das Konto von Markus, du hast 400 damit. Eieiei. Du lagst richtig und darfst dir die nächste Kategorie aussuchen. 6 Fragen haben wir noch in der ersten Runde. Game Pass 300. Game Pass für 300. Du hast die nächste Schreibfrage getriggert. Ja, na, habt ihr alle schon gelöscht? Weiß ich auch nicht, ob das jetzt so schlau war. Ja. Ich möchte von euch wissen, als Schreibfrage hier, welcher der seit 2022 im Game Pass erhältlichen Titel hat mit einer Wertung von 94 den momentan höchsten Metascore?
Welchen Titel kriegt man, der 22 im Game Pass erschienen ist, kriegt man im Game Pass und der hat mit 94 den höchsten Metascore? Um welchen Titel handelt es sich? Muss im Game Pass 22 erschienen sein. Das ist nicht richtig, aber bevor ich nichts aufschreibe. Schreib auch nicht. Schreib ruhig irgendwas auf. 94 ist der höchste von einem Game Pass-Titel. Jetzt steht ich auf dem Schlauch. Mir fällt einfach jetzt kein Titel ein, der irgendwie gut gewesen sein könnte. Also wo ich mir sicher bin. Notier irgendetwas, Valentin Wendern. Die Chance ist besser, als wenn du gar nichts notierst. Markus hat schon was geschrieben. Ach so, ich weiß, ne? Ich habe schon was geschrieben, ja. Aber ja, gut. Ja, nee, ich bin raus. Also Valentin, ja, zeig mir. Ich habe einfach nochmal den Flight Simulator genommen. Der Flight Simulator. Der hat mir eben in der Kategorie auf jeden Fall was gebracht. Der wird wahrscheinlich sein. Mhm. Gutes Spiel. Markus, was hast du? Ich hab Hollow Knight geschrieben. Ich habe keine Ahnung, ob das dieses Jahr im Game Pass, ich weiß es nicht. Hollow Knight. Sarah, was hast du? Ich hab Plague Tale, aber das ist nicht gut genug. Was wär's denn deiner Meinung? Also ist es leider keines von denen, die ihr genannt habt. Gott sei Dank. Ist Elden Ring im Game Pass? Elden Ring ist nicht im Game Pass. Ja, okay, ja. Elden Ring ist auch einer der, ich glaube, es gibt zwei Titel, die eine höhere Wertung haben. Elden Ring einerseits und das Portal-Doppelpack für die Switch, warum auch immer. Aber da sind relativ wenige Bewertungen eingegangen. Ich glaube, deshalb ist der Score so hoch. Wobei, tolle Spiele natürlich. 22 in den Game Pass reingekommen und 94 die höchste Wertung hat Persona 5 Royal. Ach, natürlich. Natürlich. Es ist ja auch das beste Spiel, Mann. Ja, wobei Hollow Knight ist auch. Hollow Knight ist auch sehr gut. Ich weiß nicht, wann das im Game Pass war. Na, jetzt nicht, was aktuell in diesem Jahr auf der Liste mit drauf ist. Ja. Die Frage ist halt insofern auch tricky, weil da ja super viel dabei sein kann, was dieses Jahr gar nicht rauskommt. Richtig, richtig. Deswegen war mein Gehirn auch überfordert. Also, ich hatte alles im Kopf, aber wusste nicht, für was ich mich entscheiden soll. Ja, zwar PC-Version hat warum auch immer sogar einen Punkt mehr mit 95. Weiß nicht, was den einen Punkt besser ist an der Xbox, also bei der Xbox-Fassung an Persona 5 Royal. I'm not quite sure. Ja. Leider keine Punkte für euch, aber ihr könnt euch Persona 5 Royal gerne im Game Pass runterladen, wenn ihr es noch nicht gemacht habt und 150 Stunden Zeit habt. Ja. Wie oft durch, Markus, jetzt? Nur einmal. Nur einmal. Das war mir echt zu lang. Nur, aber die Standardversion, oder? Die Standardversion, ja. Ja, Persona 4 Golden habe ich nicht mal 150 Stunden gespielt für Platin. Das ist ja hier bei Weitem nicht drin und das turnt mich ab. Ich habe noch meine 30, 40 Stunden in Royal auf der PS4. Ich kann nicht mal ein Safe übernehmen in die PS5-Version. Okay. Ich verstehe nicht, warum. Das ist natürlich auch ein No-Go. I don't get it. Leider keine Punkte vergeben, aber auch kein Punktabzug durch eine Schreibfrage. Markus, du hast gewählt, wenn ich mich nicht irre. Fragerecht geht rüber zu Sarah. Juhu, ein First. Ich nehme fiktionale Welten für 200. Fiktionale Welten für 200 Punkte. Für 200 Punkte, Hände nehmen die Buzzer, fiktionale Welten. Etta, Grusha, Tuila, Kombu, Kolzo. Das Sarah? Sind die vom neuen Pokémon. Ja. Karmesin und Popo. Mhm. Ja, lies weiter vor. Enigmara, Aoki. Ja. Das sind die Pokémon-Arena-Leiter von Karmesin und Purpur. Ja. Ich habe nur Kolzo erkannt, die anderen, als hätte ich sie noch nie gehört. Ja. Bei Kolzo dachte ich, geil, ja, den habe ich letztens besiegt, den Rest. Ich glaube, die habe ich noch gar nicht, aber Kombu ist, meine ich, dieser Wasserleiter mit dem Restaurant. Keine Ahnung. Kolzo ist der Pflanzendude. Also ganz am Anfang. Man sieht daran, aber Valentin, das ist ein sehr buntes Spielejahr gewesen in allen möglichen Richtungen. Ja, aber ich meine, ich habe jetzt hier auch zwei Pokémon-Experten neben mir, da verspreche ich mir gar nichts, wenn so eine Frage drankommt. Aber passt schon. Deshalb gab es die auch nur in Anführungsstrichen mit 200 Punkten bepreist, die bei Sarah auf das Konto gehen. Gott sei Dank. Kommst du damit auf minus 100 und du wählst die nächste Kategorie. Ach, wenn es gerade schon so viel Spaß macht, fiktionale Welten 300, wenn das noch da ist. Ich sehe es gerade nicht. Okay, fiktionale Welten für 300 ist tatsächlich noch da. Können wir gleich noch mal einblenden. Aber ja, dann können wir natürlich gerne fiktionale Welten 300 machen. Hände neben die Buzzer. Fiktionale Welten 300. Odorus, Extinguis. Plague Tale. Ich lese weiter vor. Pyrit, Episanguis, Ignifer, Stupefaccio, Teer. War nicht zu langsam. Sind verschiedene alchemische Elemente oder Gegenstände, die man dafür benutzt, aus A Plague Tale. Das ist richtig. Stark. Stark, ja. Deine Kategorie anscheinend. Ja. Sarah kennt sich in fiktionalen Welten aus. Hast du viel Zeit in vor allem dem Spiel wahrscheinlich verbracht, ne? Ja, ich habe es einmal durchgespielt eben jetzt, als es rauskam. Ist es eine große Empfehlung für die Weihnachtszeit? Oder ist es dann zu anstrengend für Weihnachten? Es ist vielleicht nicht unbedingt die Story für Weihnachten. Kommt drauf an, wie zugänglich man dafür ist. Aber mir hat es großen Spaß gemacht. Es hat ein paar Schwächen, aber
Also nehmt euch das mal mit als potenzielle Empfehlung und tatsächlich auch im Game Pass, auch wenn das nicht in dieser Kategorie ist. Ich würde aber empfehlen, noch auf den Raytracing-Patch zu warten, der ist noch nicht draußen. Ja? Ja. Auch auf Konsole? Nee, es gibt es ja nur auf Konsole bisher, oder? Oder gibt es das auch auf PC? Es gibt es auf PC und ich meine, da wäre das schon zu Release dann so. Nee, der sollte eigentlich jetzt kommen und dann gab es einen Patch, aber der hatte kein Raytracing. Okay. Also, ich weiß auch nicht genau wann, aber bald. Okay, das ist doch schon mal gut. Also, wenn ihr es dann angehen wollt, gerne mit Raytracing, wenn möglich. Sarah, Punkte auf dein Konto? Ja. 300 Punkte? Ich bin nicht mehr im Minus, oder? Ich sehe es nicht. Ja, 200 Punkte. Du bist jetzt bei 200 Punkten, bist gleichgezogen mit Valentin. Und drei Fragen haben wir noch. Du wählst die nächste Kategorie, Sarah. Game Pass 100. Game Pass für 100 Punkte. Hände neben die Buzzer. Für 100 Punkte möchte ich von euch wissen. Welche dreiteilige Rollenspielserie ist seit Januar 22 in Form der Legendary Edition auch im Game Pass? Mass Effect. Auch im Game Pass erhältlich. Mass Effect ist. Yes. Ich habe noch nicht richtig oder falsch gesagt. So. Ja, es ist richtig. Ja, du hast aber schon den Namen gesagt, dann dachte ich, sag mir doch nicht, wenn es falsch ist. Okay, ich sag, Mass Effect ist und dann muss ich den Satz erst beenden. Es kann entweder falsch oder richtig sein. Aber man muss doch sagen, ich war mir einfach wirklich sehr sicher. Es könnte auch die Legendary Edition von was anderem. Nein, aber in der Kombination ist es tatsächlich nur die Mass Effect Legendary Edition. Sehr schönes Remaster, muss ich sagen. Also hat er mal wieder gezeigt, wir brauchen endlich mal wieder was Richtiges. Mhm. Ja, BioWare kommen in die Puschen. Oh, geht ja nicht anders. Bitte. Valentin, 100 Punkte? Yes. Bei dir aufs Konto. Zwei Fragen haben wir noch in dieser Runde. Du wählst die nächste aus. Wir hatten noch gar nicht die harte Ware. Dann nehme ich mal die 100. Harte Ware für 100. Harte Ware. Hände nehmen die Buzzer. Harte Ware für 100. Ich möchte von euch wissen, welche Firma hat die Grafikprozessoren gebaut, die aktuell unter anderem in Karten mit Modellnummern wie 4070, 40... Nvidia. Sarah sagt Nvidia. Und Nvidia ist... Frage muss zu Ende, warte. Ist richtig. Ja, ist korrekt. Bevor die Jugend ist. Geschwindigkeit. Mhm. Ich kann eigentlich jetzt nach Hause gehen. Ich habe die Pokémon-Frage gegen Markus und die Hardware-Frage gegen Valentin beantwortet. Das reicht mir. 4070, 4080, 4090. Welche Grafikkartengeneration steckt bei euch im Rechner, wenn überhaupt? Ist es wichtig? Keine Ahnung. Es ist so, dass Valentin wissen könnte, was in meinem Rechner steckt, aber ich weiß es nicht mehr. Eine 2070, glaube ich. Ja. Ja. In meinem Rechner steckt ein 3080 und ich würde mir keine 40er-Serie kaufen. Oh, ja. Warum ist das einfach dann zu weit, die Preisspanne für das Gebot, ne? Die werden immer frecher und teurer für weniger prozentualen Sprung, so in diesem Verhältnis. Mhm. Und außerdem mit der 3080 kann ich oft die Sachen noch gar nicht ausreizen. Warum brauche ich jetzt eine 4090, mit der ich dann 8K bespielen könnte, was ich nicht besitze? Also wie ist es jetzt? Man könnte ja auch theoretisch einige der gebrauchten Last-Gen-Karten oder so holen, weil der Kryptomarkt ist eingebrochen. Ja. Ja, es müssen doch recht viele ein bisschen günstiger erhältlich sein. Tatsächlich, ja. Das ist ein ganz guter Zeitpunkt. Und jetzt auch um den Black Friday gibt es natürlich auch die 3080 endlich mal zu Preisen, wie sie damals auf den Markt kommen sollte. Genau, deswegen, wenn man sich eine Karte kauft, dann lieber jetzt. Ich habe sie nämlich bei der Chip-Shortage auf dem höchsten Punkt leider gekauft. Das merkt man sich für später. Ist natürlich, wo wir aufzeichnen hier, Black Friday. Ja. Wenn ihr es ausgestrahlt bekommt, habt ihr vielleicht die guten Schnäppchen verpasst. Sarah, die Punkte haben wir dir, glaube ich, schon draufgetan, oder? Haben wir das schon? Weiß ich nicht. Stimmt. Anscheinend schon, weil ich höre es jetzt nicht mehr bimmeln. Ja, okay. Deshalb darfst du, Sarah, doch da. Ach, da kommen sie noch. Da kommen sie noch. Du darfst dir gerne die nächste Kategorie aussuchen. Die letzte Frage für diese Runde. Harte Ware für 600. Harte Ware für 600. Ihr wagt euch einmal in den höherpreisigen Bereich vor. Alles schön gemieden bisher. Für 600 Punkte, Hände neben die Buzzer, möchte ich von euch wissen. Auf welchem 2022 erschienenen Retro-Miniaturgerät sind Spiele wie The Chaos Engine, Zool oder Kadaver verbaut? Wiederhole einmal. Auf welchem 2022 erschienenen Retro-Miniaturgerät sind Spiele wie The Chaos Engine, Zool oder Kadaver verbaut? Ich komme nicht drauf, wie es heißt. Ihr braucht noch 5 Sekunden. 5, 4, 3, 2, 1 und vorbei ist es. Nee. Ich habe einen Guess. Ich auch. Ist das Playdate oder kam das schon früher raus? Sarah sagt Playdate, was sagst du? Hätte ich auch gesagt, aber ich habe dann nicht gegambelt, weil es ist doch kein Retro-Miniaturgerät. Das gab's doch nie. Das
Wäre auch nicht richtig gewesen, okay, diese Antwort. Das Retro-Miniaturgerät ist der Amiga 500 Mini. Oh. Oder okay, der A500 Mini. Gut, sehr gut. Das hätte ich auch schon gehabt. Nee, ich auch nicht. Puh. Müssen wir mal gucken, wie viel dann an neuer Hardware natürlich in verschiedenen Sachen rauskommt. In Sachen Gaming, du hast ja nicht jedes Jahr dann ganz neue Konsolen-Releases. Da werden mal ganz alte Konsolen neu released, häufig mal. Und gerne auch hier in der Form. Das ist gar nicht mal so übel, der Amiga 500 Mini. Aber ist das auch so wie bei bei der PS Mini und so, dass die ganzen Spiele da drauf sind? Oder kann man da die ganzen alten Spiele noch nachträglich irgendwie bekommen? Ja, also sie sind drauf. Die ich hier genannt habe, sind welche der verbauten. Ich glaube, 25 sind fest verbaut. Du kannst tatsächlich Disketten-Images auf USB-Stick draufpacken. Oh, sehr gut. Und so ziemlich den Großteil, also alles, was ich probiert habe, ist da zumindest gelaufen, wenn man entsprechend die passenden Images sich zurechtgelegt hat. Ich weiß nicht, ob alles lauffähig ist, aber viel besser als auf dem PlayStation Mini, was okay, das ist cool, schrecklich ja ist. Klingt gut. Leider keine Punkte, aber auch kein Punktabzug. Das bringt uns aber auf den vorläufigen Zwischenstand. Und wir gucken einmal drauf. Wir haben einen Gleichstand auf Platz 2 momentan mit 300 Punkten für Sarah und Valentin. Markus liegt vorne mit 400 Punkten. Ihr habt euch sau viel übrig gelassen an ganz hochpreisigen Fragen für die zweite Runde. Und in die werden wir reingehen nach der kleinen Pause. Moin, hi, wir sind die Rocket Beans. Wir machen so Medienquatsch im Internet. Ich zeig's euch mal. Das Jahr neigt sich dem Ende, aber das Nerdquiz noch nicht. Es ist Zeit für Runde 2. Wir gucken noch einmal auf den Punktestand. Relativ nah beieinander, 300 Punkte jeweils für Sarah und Valentin. Markus momentan vorne mit 400 Punkten. Wie ist so das Befinden nach der ersten Runde? Also insbesondere für unsere Nerdquiz-Neulinge. Geht das noch? Mal durchatmen, kurz was trinken? Mittlerweile wieder, glaube ich. Also direkt am Anfang natürlich viel gegambelt, auch total unsinnig, aber einfach nur aus Nervosität. Und jetzt gucken wir mal, wie es weitergeht. Wir haben uns ja viel übrig gelassen an Punkten, glaube ich. Wie ist es, Valentin? Mir ist das alles zu schnell, aber ich werde jetzt auch mehr gambeln. Ich muss auch früher drücken, glaube ich, einfach auch, wenn ich es noch nicht weiß und so ein gutes Gefühl habe. Daran muss ich jetzt gehen, weil ich kann die Frage erst beantworten, wenn der Buzzer-Sound gerade ertönt. Das habe ich eben gelernt. Mhm. Es sind Erfahrungswerte, die man mitnimmt natürlich. Deshalb so ein Experte wie Markus. Wie fühlt es sich mit dieser angenehmen Führung von 100 Punkten? Es ist schon eine sehr, sehr angenehme Führung. Ich glaube, das reicht auch. Ja, verteidigen. Du musst auf Abwehr spielen. Richtig. So ist er sozusagen. Also wir gucken nochmal aufs Tableau, haben sehr, sehr viele hochpreisige Fragen übrig gelassen, die wir verdoppeln. Boah, da platzt es sogar vor Freude. Wir haben also sehr viel 2000er, sehr viel 1200er über. Wie ist ausgegangen die letzte Runde nochmal? Wir hatten wir hatten gar keine Antwort für die Amiga-Frage. Ich glaube, harte Ware. Wer hat das gewählt? Ich. Sarah hatte gewählt. Ich drehe einmal das Fragerecht um. Valentin sucht die nächste aus. Okay. Remaster und Remakes 2000. Wow. Was? Wahnsinnig. Eben war es noch eine gute Wahl. Jetzt ist keine gute Wahl mehr. Remaster und Remakes für 2000 Punkte. Hände neben die Buzzer. In welchem 2022 neu aufgelegten Spiel besucht man Örtlichkeiten wie das Tamblin-Gebirge oder die Modeo-Klamm? Ich wiederhole nochmal. In welchem 2022 neu aufgelegten Spiel besucht man Örtlichkeiten wie das Tamblin-Gebirge oder die Modeo-Klamm? Mhm. Tamblin-Gebirge, ja, Modeo-Klamm. In welchem 2022 neu aufgelegten Spiel? 5, 4, 3, 2, 1 und
Es ist vorbei. Ich glaube, ich habe nicht mal so greifende Gedanken gesehen, die irgendwo hingehen. Also wahrscheinlich auch keinen Tipp in die Richtung von euch. Nee, leider gar nicht. Ich sag nochmal Last of Us. Es könnte irgendwas sein. Also es ist ein Remaster, und zwar, also sowohl im Original ist natürlich auch gemacht, als auch im Remaster hier natürlich, und zwar von Crisis Core Final Fantasy VII. Das spiele ich nächste Woche. Das spielst du nächste Woche. Ja. Ich vielleicht auch. Ja, gib mir gerne eure Meinung. Wir machen eine Woche später aufgezeichnet, Mann. Gib mir gerne eure Meinung wieder, wenn ihr es mal gespielt habt, weil das Original habe ich sehr ausführlich gespielt dann damals. Aber wenn ihr mal zu Örtlichkeiten wie dem Modeo-Klamm dann hinkommt oder zum, sagen wir, Tumbling-Gebirge, ne? Ja. Ja, dann müsst ihr daran denken. Dann sagen wir Bescheid auch. Dann sagt ihr Bescheid. Was klingelt denn da? Tumbling, ach okay, ich verstehe. Werden wir nie wieder vergessen, glaube ich. Also, kein Punktabzug, dafür da natürlich keiner gebuzzert hat. Valentin hatte die Frage gestellt. Ich gebe das Fragerecht einmal weiter zu Markus. Fiktionale Welten 2000. Schwierige Wahl. Gleich in die Vollen, ey. Ja. Ja. Fiktionale Welten für 2000. Hände neben die Buzzer. Also Begriffe, und ich möchte das Spiel respektive das Franchise bitte haben. 2000 Punkte. An Land gespült. Unter dem Regenbogen. Geiergold. Früchte der Industrie. Vergessener Turm. Bergbauruhm. Dagesters Untergang. Ich wiederhole. Boah. An Land gespült. Unter dem Regenbogen. Geiergold, Früchte der Industrie, vergessener Turm, Bergbauruhm, Dagesters Untergang. Ey, das könnte, ich trau's mich nicht. Es könnte bekannt vorkommen, aber... Ja, mir kommt es auch bekannt vor, weil ich es gestern gemacht habe. Aber ob das auch exakt dieser Wortlaut war... Weil du es gestern gemacht hast? Ja, Zufall? Weiß ich nicht. Also zumindest hatte ich gestern etwas, was sehr ähnlich klang. Ich möchte mich nicht auf den Wortlaut festlegen. Es sind einfach viel zu viele Punkte. Und ich dachte, ich vergesse schnell. 4, 3, 2, 1. Das wäre sehr ärgerlich, wenn das und stimmt. Und? Ja, Mann, scheiße, ich wusste es. Mann, ja, diesen fucking Regenbogen. Gott. Diesen Schatz habe ich gestern gefunden. Okay, es ist hiermit vorbei. Oh. Werte Regie, wartet bitte ab, bis ich vorbei sage, bevor ihr die Antwort einblendet. Es ist vorbei. Ja. Mir kam es auch super bekannt vor, weil ich es natürlich auch gerade durchgespielt habe, aber halt auf Englisch. Ja, ich sind, auch, aber unterm Regenbogen, die, so hieß es, also Under the Rainbow. Ja, das sind die deutschen Schatzkartennamen, ja, aus God of War, Ragnarök. Ach, Mann, Alter. Das ist mir, das also ist effektiv, nochmal, werte Regie, man kann natürlich auch zu früh das einblenden, kann ab und zu mal passieren, wartet gerne bitte ab, bis ich vorbei dann sage, bevor ihr irgendetwas 2000 Punkte, ne? Einblendet. Hättest nicht mehr gedrückt, ne? Nee, hätte nicht mehr gedrückt, ich habe mich nicht getraut. Ich wollte dich baiten, das wäre es vielleicht gewesen, wo ich dann extra gewartet habe, also werden wir natürlich nochmal darauf achten, werte Zuschauer. Da draußen. Das kann natürlich passieren. Das hat jetzt keinen negativen Nachteil für die Leute hier gebracht. Das ist richtig. Damn. Ja. Das schmerzt am meisten, wenn man sich nicht traut. Und es, also vor allem hast du mir ja quasi noch einen Tipp gegeben, den wollte ich aber nicht aber benutzen. Auch du, das als Tipp wahrgenommen hast. Nee, doch schon, ich habe auch drüber nachgedacht, aber es war mir viel zu heiß für 2000 Punkte. Ja. Es ist so, dass da muss man sich noch mal extra was trauen. Natürlich, wenn man halbwegs sicher ist und nicht zu 1000%, wird es sehr schwierig. Ja. Ich habe schon so viel gemacht, aber nicht diese Schatzdinger. Genau dieses Regenbogending. Mhm. Mit Freier. Also Markus, du hattest gewählt. Ja, keiner hatte beantwortet. Ich gebe es weiter an Sarah, die nächste 2000er-Frage wahrscheinlich gleich auswählt. Nee, nein, du darfst gerne auswählen. Ich kann gerade nicht. Kurze Erholung, ja, bitte. Kurz mal durchatmen. Ja. Game Pass für 1200. Okay, easy. Sind nicht ganz 2000. Game Pass für 1200. Hände neben die Buzzer. Ich möchte von euch wissen. 1200 Punkte. Wie heißt die fiktive bayerische Kleinstadt, die Murder Mystery Adventure Pentiment Schauplatz der Geschehnisse ist? Das habe ich mir für Weihnachten aufgehoben und. Nope. Nee. Ich weiß nochmal. Wie heißt die fiktive bayerische Kleinstadt, die Murder Mystery Adventure Pentiment Schauplatz der Geschehnisse ist? Dann zeig mal, dass du es weißt. Ärgerlich. Denkt ruhig drüber nach. Ich stelle sie ein letztes Mal. Wer ist die fiktive bayerische Kleinstadt, die im Murder Mystery Adventure Pentiment Schauplatz der Geschehnisse ist? 5, 4, 3, 2, 1. Und Zeit. Vorbei.
So, jetzt habe ich es auch gesagt, vorbei. Valentin, es rumort bei dir im Kopf. Ja, ich habe es irgendwie halb durchgezockt. Ich kenne diesen Namen, dieser scheiß Druck, ey. Es ist so hart, wieso kommt man denn dann nicht drauf? Das erinnert mich gerade an so Schulleistungen, die auch nicht gut deshalb waren, nämlich nur deshalb. Mein Abitur ist lange her, ich habe es immer noch nicht verwunden. Ja? Ja, wirklich. So muss man sagen. Prüfungsdruck war noch nie meins. Wie heißt denn diese Kleinstadt? Also, die Stadt heißt Tassing. Ach, gut. Ey, das hätte ich halt echt wissen können. Unterwegs. Boah, war das verschenkt. Potenziell, Kirsau hätte ich nicht gelten lassen, weil das ist das Kloster Kirsau, dem man auch noch unterwegs ist, aber die Stadt heißt Tassing. Okay. Das hätte ich aber auch nicht gewusst, übrigens, das Kloster. Also von da, ey. Und anscheinend, Josh Sawyer, der Chefentwickler dahinter, der hat dann mit Twitter nochmal geschrieben, dass er wohl auch Verwandte hat aus Deutschland und auch in Deutsch Tweets verfasst hat. Gesagt hat, hier, das sind diese fiktiven Städte, die wir dann entsprechend, weil ein bisschen Kultur dann auch noch mitgenommen hat. Ja, aber es wäre, glaube ich, was anderes, wenn es keine fiktiven wären, weil dann kann man es ein bisschen besser merken, weil man halt irgendwie ein paar bayerische Städte dann weiß und dann connectet sich das Hirn vielleicht. Bei sowas fiktiven, solchen Begriffen, da bin ich immer nicht so gut drin, wenn das nicht voll mein Franchise oder so ist. Aber ey. Ja, als Nordlicht kann ich nur sagen, für mich klingt es wie eine echte Stadt Tassing. Könnte einfach irgendwo ergeben. Das schon, ja. Tassing wäre es gewesen. Sarah, du hattest gewählt, oder? Die Frage meine ich. Ja. Ja. Fragerecht einmal drumherum zu Valentin. Ich könnte jetzt 1400 Punkte haben. Remaster und Remakes 1200. Holen Remaster jetzt. Und Remakes für 1200. Hände neben die Buzzer. Für 1200 Punkte möchte ich von euch wissen, welche beiden Videospielcharaktere werden bald von den Schauspielern Pedro Pascal und Bella Ramsey? Ich hab zuerst gedrückt! Valentin. Ellie und Joel aus Last of Us. Ellie und Joel aus Last of Us, Bella Ramsey dargestellt, ist korrekt. Yes! Wieso war ich so schnell? Wahnsinn, da sind die 2000 Punkte. Spiel wurde remaked dieses Jahr. Hatten wir, glaube ich, irgendwo schon mal anders angemerkt im Laufe der Show. Wurde dieses Jahr remaked und gerade wird die HBO-Serie finalisiert. Kommt tatsächlich, schaff's nicht mal ganz dieses Jahr, aber im Januar wird es dann soweit sein. Ich bin sehr, sehr gespannt. Ich auch. Ich glaube, das sollte sehr, sehr groß werden. Wir haben jetzt schon so ein Cover rausgehauen von dem PlayStation-Cover. Mit der Position. Genau, mit der gleichen Position, gleiche Lichtstimmung und so. Das sieht super aus. Ich bin sehr, sehr gespannt. Bringt euch da draußen auch nichts, aber aktuell im Black Friday Sale. Wenn ihr keine 80 Euro für ausgeben wollt, zumindest für das Remake. Ist ja auch ein bisschen zu hochpreisig ist für so gut ist es, ich persönlich. Valentin, Punkte auf dein Konto. 1200. Yes! Dann jetzt habe ich mir das auch schon verziehen mit der Kleinstadt. Die ich auch schon wieder vergessen habe. Tassing? Tassing ist richtig. Gut. Gibt's keine Punkte. Sogar was gelernt hier, schön. Gut, was nehmen wir denn jetzt? Harte Ware für 600, bitte. Harte Ware für 600 Punkte. Wo sind wir hier? Harte Ware für 600 Punkte. Hände neben die Buzzer. Für 600 Punkte möchte ich wissen, wie heißt das im Jahr 2022 erschienene Handheld, welches neben Steuerkreuz und Knöpfen auch eine Kurbel? Sarah? Entschuldigung, Playdate. Jetzt ist es das Playdate. Entschuldigung, schnell Playdate. Seid ihr auf einmal. Also Entschuldigung, dass ich so hart draufgehauen habe. Sorry. Ja, es sind, wir haben natürlich auch entsprechende Stopper drin. Also es wird auch akkurat wirklich gemessen, wer zuerst gedrückt hat hier bei solchen Sachen. Playdate ist korrekt. Ja, welche auch eine Kurbel zum Steuern von Spielen anbietet. Sehr weirdes Gerät. Ja, voll. Dass man... Also ich weiß, ich habe es kurz ausprobieren dürfen, ist ja hier im Umfeld dann auch gewesen. Ich weiß nicht, ob ich dann länger als einmal kurz ausprobieren dran sitzen würde, weil es ist cool, aber jetzt nicht jeden Tag spielen cool. Mhm. Das ist echt so ein Gimmick einfach. Ich glaube nicht, dass das jemand wirklich jede Woche 10 Stunden benutzt oder so. Wo er sagt, oh, ich kurbel mal richtig hier. Außer, was kannst du da machen? Du kannst Angelspiele machen, du kannst Wasser aus dem Brunnen schöpfen damit machen, ganz gut. Mhm. Was bleibt noch über? Ich glaube, da waren schon recht kreative Sachen drauf. Kaffee malen. Da kommt ja auch immer, kommt ja auch immer mehr so, aber ich glaube, unser Fazit in der Redaktion damals war so ein bisschen, ist aber halt schon doch auch ein bisschen teuer für das, was man dann wahrscheinlich an Spielspaß damit hat. Mhm. Aber innovativ irgendwie und cool. Das schon. Ich glaube, Geschwindigkeit ist halt noch ein Aspekt, ne? Wie schnell du kurbelst, oder? Dadurch kannst du ja auch irgendwie Spielereien dann machen. Wenn man schnell kurbeln kann. Ich möchte so vielleicht so eine Vuvuzela-App, wo ich dann halten kann und damit drehen. Genau. Nur an der kleinen Kurbel. Genau, die Rassel nochmal extra, volle Pulle. Punkte auf dein Konto, Sarah, derer 600 kommen mit dazu.
Und das heißt, du bist jetzt bei 900 Punkten angekommen, Valentin 1500, Markus noch bei 400. Sarah, du willst die nächste Frage. 6 haben wir noch über. Fiktionale Welten, 1200. Fiktionale Welten für 1200. Hände neben die Buzzer für 1200 Punkte. Bristleback, Fireclaw, Stormbird. Ja, Markus? Horizon, Forbidden West. Horizon Forbidden West, ich lese zu Ende. Clamberjaw, Sunwing, Spectre Prime, Tremor, Tusk. Horizon Forbidden West ist richtig. Mm. Das stimmt, das sind alles Dinos, die speziell auch in Forbidden West nochmal auftauchen. Natürlich einige Rückkehrer aus dem ersten Teil, die alle diese martialischen Namen mit vielen Konsonanten haben. Ja, bei Stormbird war ich kurz davor zu gamblen und einfach Pokémon zu sagen. Aber nee, das wäre ein bisschen sehr risky gewesen. Wie hieß tatsächlich heißen Pokémon jetzt so? Ja, guck. So Eisenkugel und Eisenhals und so sind tatsächlich jetzt Pokémon-Namen. Da war das nicht so. Natürlich jetzt eine sehr Oldschool-Frage, aber wie hieß der Vogel von Bioshock Infinite? Da gab's Songbird. Ja, war Songbird? Oder? Ja. Ich glaube, ne? Glaub und nicht Stormbird. Ja. Nah dran aber. Aber Punkte bei Markus auf das Konto mit drauf. Damit bist du bei 1600 Punkten, damit in Führung gegangen, 1500 vor Valentin, 900 bei Sarah im Moment. Markus, nächste Kategorie. Darf ich vorher eine Frage stellen? Ja. Wie viele Runden spielen wir noch? Wir spielen noch diese Runde und dann gibt's das Finale. Uff. Nur noch diese Runde? Ja. Okay. So viele Fragen sind dann nicht mehr über. Nein. Na? Offene Welten für 200 dann bitte. Ach komm, Markus. Offene Welten. Was denn? Nochmal spannend, jeder darf buzzern, ist eine leichte Frage. Aha. Die Leute wollen mitraten, die wollen auch was wissen. Mann, offene denk Welten. Mal an die Show. Ich habe leider schon nicht. Das Mann, auch gern, das aber hatte ich auch gar nicht auf dem Schirm. Voll die schlaue Frage jetzt, natürlich gerade in deiner Position. Ja. Ware für 2000 bin ich genommen. Ja, es kann aber auch riskant sein, vielleicht verkacke ich das Finale und dann ist natürlich. Ja. Ne? Offene Welten so. Für 200. Hände neben die Buzzer, ich möchte von euch wissen: Bei welchem japanischen Publisher ist das From Software RPG Elden Ring erschienen? Valentin? Bandai Namco. Bandai Namco sagt Valentin und das ist richtig. Ja. Korrekt für 100 Punkte. Fun for all. Gern geschehen. So. Ich habe aber schon gebuzzert, als ich es noch nicht wusste. Dann ist es mir in der Zeit eingefallen. Also meine Strategie zahlt sich aus. Das habe ich eben noch gesagt. Es kann sein, dass der entsprechende Buzzer-Sound für dich noch die Initialzündung für so das letzte Stückchen vom Denken. Ja, ja genau. Das Tetris-Stück lockt sich ein. Ja, man hat noch mal ein bisschen Zeit gewonnen. Valentin, 100 Punkte kommen bei dir auf das Konto. Nee, 200, oder? 200 Punkte, Entschuldigung. Das war für mich. Die 100 ja, ich habe mich vertan. Als ich, scheiße. Entschuldige. Weil ich muss für hier, ich notiere mir auch nur die alten Punktewerte und muss immer umrechnen, bevor ich anfange, falsche Fragen zu lesen. Das war zum Glück die richtige. Die Punkte haben wir bei dir draufgetan und du hast dann das Fragerecht, Valentin. Das ist das nächste aussuchen. Na, war das nicht die letzte? Ich dachte, das war die letzte. Ach so, ach, eine Runde noch. Jeder darf noch mal was. Ja, es sind noch 4 Fragen für diese Runde. Ach so. Ach so. Ich dachte, es ist noch eine Frage. Ja, wir ich hab's alle. Falsch verstanden. Je 2 Runden, ja, A11 Fragen. Ah, nee, dann ich glaube, ich habe vorhin auch schon erwähnt, dass wir hatten 5, 6 oder so. Wobei, die Taktik ist nicht schlecht. Ja. Auch, so in eigentlich ist sie nicht schlecht, aber ich will unbedingt noch wissen, was sich hinter der harten Ware für 2000. Oh nee. Ach komm, los Leute. Mit dir. Ja, vielleicht ist es meine Kategorie. Vielleicht. Ja, nein, ist es das sehr ist auf gar keinen Fall deine Kategorie. Harte Ware für 2000. Hände neben die Buzzer. Ja? Ich möchte von euch wissen, für 2000 Punkte, um Windows-Spiele auf dem vorinstallierten Linux-Betriebssystem lauffähig zu machen, besitzt das Steam Deck eine sogenannte Kompatibilitätsschicht. Welchen Namen trägt diese? Oh, jetzt würde ich so. Also, wenn du das jetzt nicht weißt, Valentin, ne? Bye, bye. Also. Er weiß es. Scheiße. Valentin? Proton? Valentin sagt oh nein, Proton. Das ist bestimmt richtig. Das oh. ist. Das ist richtig. Korrekt. Yes. Nice. Die sogenannte Kompatibilitätsschicht hat sie genannt. Das wusste ich auch nicht, dass man das so nennt, aber ich weiß, was gemeint ist. Interpretieren und Wissen noch mal abfragen sind natürlich Skills, die man anwenden muss. Gut, dass wir die hatten. Es ging alles nach hinten los, meine ganze Taktik. Das ist wahrscheinlich mit Abstand die wildeste Nerdquiz-Folge und vor allem auch die verbissenste, habe ich das Gefühl. Es ist alles zum Teil sehr nah dran, wobei jetzt das erste Mal richtig in Führung gegangen, weil denn die 2000 Punkte hast du dir verdient aufs Konto packen lassen dürfen. Ich habe mich hier gar nicht gesehen in dem Format, aber jetzt sieht das ganz anders aus. Demnächst präsentiert von Valentin das Nerdquiz.
So wird es dann aussehen. Valentin, 3700 Punkte für dich jetzt. Hm. Und drei Fragen haben wir noch, du willst die nächste. Okay, ja, dann die harte Ware für 400, was soll der Quatsch? Harte Ware für 400 ist eine Schätzfrage. Das heißt, ihr könnt alle Gott sei Dank dann potenziell Punkte holen für 400 Punkte. Was ich von euch wissen möchte, wie viele Spiele sind laut der Packungsrückseite in Segas Mega Drive Mini 2 fest verbaut? Ja, Kleinstgerät Mega Drive Mini 2, dieses Jahr rausgekommen. Hinten auf der Verpackungsseite steht eine Zahl. Wie viele Spiele sind insgesamt darauf fest verbaut, sozusagen vorinstalliert? Brauchen wir die richtige Zahl? Nee, die muss nur nah dran sein. Ihr könnt auch überbieten, unterbieten, wer am nächsten dran ist. Okay. Alle was notiert? Ja. Valentin, zeig mir, was du hast. Ich habe 78. Nein, echt? Du auch? 78. Ja. Nein. Was ist denn? Ich wollte zuerst 136 schreiben. Schon? Ja, du darfst schon. 24. Wie, was machen wir denn jetzt? Okay, wie seid ihr beiden auf die gleiche Zahl gekommen eigentlich? Keine Ahnung. Ja, also ich habe irgendwie gedacht, 30, nee, es sind bestimmt mehr, 70, mach ich was Krummes, 78. Ich wollte 132 schreiben und dachte ich, Moment mal. Nee, so spendabel sind sie nicht. Aber wir haben ja Kameras, also man müsste ja irgendwie beweisen können, dass wir hier nicht voneinander abgeschielt haben. Es kann ab und zu mal passieren. Im Chat-Duell haben auch häufig zwei Teams die gleichen Prozentwertung dann gehabt. Die Zahl, die auf der Packung genannt wird, ist tatsächlich 60. Geil. Oh, ja, dann werden wir ja dran zu sein. Aber was, oder? Ganz, ganz beide oben. Punkte, oder? Ihr kriegt, genau, ihr kriegt beide Punkte, weil ihr beide gleich weit weg gewesen seid. Geil. Okay. Ihr beide gleich notiert. Ich persönlich würde sagen, 60 stehen drauf notiert. Eigentlich würde ich 61 sagen, weil von einem Spiel ist sozusagen auch noch mal eine andere Variante, ist ein Port von dem Arcade-Original drin, Space Harrier 2. Okay. Hat nämlich das bisher nie umgesetzte Space Harrier 1 als Menüpunkt mit drin. Also ich hätte 61 gesagt, aber deshalb war noch mal nach der Packungsrückseite gefragt. Guckt die Retro-Club-Folge, wenn ihr mehr dazu wissen wollt. Punkte haben wir schon draufgetan bei Valentin und bei Markus. 4.100 bei Valentin, 2.000 bei Markus, 900 bei Sarah im Moment. Zwei Fragen haben wir noch über. Valentin, du hattest ausgesucht, glaube ich. Mhm. Ne? Du lagst mit richtig, du darfst die nächste Frage wählen. So. Remaster und Remakes 400, bitte. Remaster und Remakes für 400. Hände nehmen die Buzzer. Für 400 Punkte möchte ich wissen, zu welcher Strategieserie zählt der auf unbestimmte Zeit verschobene Switch-Doppelpack Reboot Camp? Advance Wars. Ach ja, Mann. Markus sagt Advance Wars und das ist korrekt. Ja. Richtig, richtig puppichtig. Tolles Spiel. Wie man so schön sagt. Hätte ich sehr gern gespielt. Das Remaster oder das Remake-Remaster, je nachdem, in welche Richtung das gehen wird, basiert ja auf den GBA-Teilen. Unbestimmte Zeit verschoben. Ich glaube, Nintendo hat nie einen offiziellen Grund genannt, aber willst du ein Spiel, das Advance Wars heißt, rausbringen, wenn richtiger Krieg um die Ecke dann schwelt? Aber das würde ich tatsächlich dann nämlich auch mal nachholen als Remake, weil Colin hat davon so viel im Spielejahr geschwärmt. Mhm. Also in dieser anderen Sendung Spielejahr. Das andere Spielejahr. Genau. Ja, warte mal, bis der Spielejahr-Podcast kommt. Es wird verwirrend. Es wird sehr verwirrend. Aber das bedeutet Punkte auf das Konto von Markus. 400. Das sind ja nur 400. Kriegst du da auch. Und Markus, 2-4 hast du jetzt. Du wählst die letzte Frage in dieser Runde. Oh, jetzt habe ich mir die 200er-Frage schon weggenommen. Na gut. Was könnte es nur sein? Ich möchte es richtig spannend machen. Ich nehme offene Welten 2000. Oh no. Offene Welten alle jetzt für 2000. Mhm. Ja. Okay, offene Welten für 2000. Hände neben die Buzzer. Welche Open-World-Serie, von der 2022 auch ein neuer Eintrag erschien, steht laut dem Publisher für die Adjektive Lavish, Eclectic, Exhilarating und Zenial? Zenial, geschrieben wie genial, aber mit einem X am Anfang. Ich lese noch mal vor. Ja. Welche Open-World-Serie, von der 2022 auch ein neuer Eintrag erschien, steht laut dem Publisher für die Adjektive Lavish, Eclectic, Exhilarating und Zenial? Sarah? Xenoblade. Sarah sagt Xenoblade. Das ist leider falsch. Wegen dem X. Ja, jetzt bin ich raus. Ich dachte, du hast es geknackt. Ja, wegen dem X. Ja, ja. Ich hab auch dran gedacht. Es ist eine schwierige Frage, so grundsätzlich.
Ja. Ich habe auch nochmal die Reihenfolge der Buchstaben verändert, damit man potenziell nicht drauf kommen kann, dass es, glaube ich, eigentlich Eclectic, Lavish, Exhilarating und Zenial ist. Ach so. Was passiert, wenn man die Anfangsbuchstaben zusammennimmt? Jetzt raff ich die Frage auch erst. Okay, ja, krass. Ja, der Publisher hat wirklich gesagt, dass ELEC steht anscheinend wohl für, also ein Akronym, also insgesamt steht dann für was, und es sind dann diese Adjektive inklusive Zenial, wie genial, aber mit X. Okay. Ja, ist fies. Also das ist fies. Schon also, ein sehr guter Guess. Also, es ist eine 2000-Punkte-Frage. Ja. Und ja, man kann natürlich auch in die Richtung denken. Leider muss ich Sarah sagen, das war nicht richtig. Und ich muss dir die 2000 Punkte abziehen im Moment. Aber ich behaupte, auch die Micha-Bros hätten das nicht gewusst. Nein. Ich glaube, kein Elex-Hardcore-Fan weiß das, oder die wenigsten auf jeden Fall. Ich kann schon mal sagen, in der Recherche, ich habe Micha Reinke gefragt, der hat es nicht gewusst. Okay, sehr gut, dann haben wir jetzt schon den Beweis. Vielleicht weiß es Krogi, aber oder bevor er die Sendung hier gesehen hat. Aber Micha war es nicht bewusst. Okay. Ja. Adjektive über Adjektive. Wir gucken auf den vorläufigen Zwischenstand. Da sind drei Fragen noch über. Wir haben also alles erreicht. Wir haben gerade vorne Valentin mit 4.100 im Moment, Markus 2.400 auf Rang 2 und dahinter mit minus 1.100 jetzt im Moment noch Sarah. Allerdings, das Finale gibt einem noch mal sehr viele Punkte nach Möglichkeit zu holen. Wir werden da gleich was Wunderschönes spielen. Was genau es ist, nach einer kleinen Pause. Und einmal sind wir noch zurück für das Finale. Die finale Runde im letzten Nerdquiz voraussichtlich des Jahres 2022, weil ich weiß gar nicht, was ich sonst den Rest des Jahres produzieren würde. Vielleicht kommt ja noch was dazwischen. Wenn es dem so ist, haben wir einen vorläufigen Zwischenstand gerade von 4.100 für Valentin, 2.400 für Markus und minus 1.100 für Sarah. Du hast nochmal den Hail Mary Pass geworfen. War so. Also nach dem Steam Deck, was einfach nur krass war und Markus vierstelliger Punktezahl, war das die letzte Chance. Nicht die letzte Chance, würde ich sagen, auch wenn du natürlich einen ordentlichen Abstand jetzt nochmal aufgebaut hast. Aber wie wir schon gesagt haben, es gibt dieses Mal, wer die letzte Folge nicht gesehen hat, ein Bilderrätsel, besser gesagt derer 6, die wir sehen werden. Und wir werden gleich Coverraten machen. Wir werden Cover von Spielen sehen, die 2022 rausgekommen sind. Ich brauche von euch gleich den konkreten Spielenamen inklusive Sequel-Nummer. Ja, das ist wichtig, nicht nur das Franchise, sondern ihr müsst mir sagen, das ist Spiel 17 oder so, ne? Wenn dem so ist. Und zu eurer Info, es sind Multiplattform-Games dabei. Vielleicht ist die Banderole, die man sieht, in grün oder blau oder das rote vielleicht nicht ausschlaggebend unbedingt. Es können Multiplattform-Titel dabei sein. Genau, wir werden das gleich so handhaben. Ihr seht verschiedene Verfremdungsgrade und eine entsprechende Punktezahl ist da dran gehängt. Wenn ihr meint zu wissen, es zu erkennen, welches Spiel es ist, buzzern und ihr habt dann 5 Sekunden Zeit, mir den Namen zu nennen. Solltet ihr richtig liegen, bekommt ihr die Punkte gut geschrieben. Solltet ihr falsch liegen, bekommt ihr die Punkte, die gerade angezeigt werden, abgezogen vom Konto. Und die anderen Kandidaten kriegen dann nochmal die Möglichkeit, wenn die Musik wieder anfängt, von der Matz zu spielen, dann ist es erst wieder freigegeben, könnt ihr buzzern und eure Antwort geben. Mhm. Eine Frage noch. Ja. 2022 rausgekommen. Zum ersten Mal oder können da auch Remasters und Remakes dabei sein? Ja, wenn es ein Remaster ist, was so in der Form 2022 in dem Release da rausgekommen ist, dann zählt das natürlich dazu. Okay, ja. Aber keine Ports auf irgendwelchen Plattformen und du hast dann die Switch-Version und die ist aber nur 2022 erschienen oder so. Also wenn das 2022 erschienen ist, ich will natürlich nicht zu viel in der Richtung gehen, um mal den Kontext zu machen, sowas wie die Legendary Edition von Mass Effect, die war 2022 im Game Pass, aber war ja 2021 als Retail rausgekommen. Das würde zum Beispiel nicht zählen, weil da war das Ding Retail da rausgekommen. Krass, okay, ja. Im Prinzip kann aber dann halt jedes Spiel von immer dabei sein, weil wir leben ja im Zeitalter der Remakes und Remasters. Schon, deswegen habe ich gefragt, weil das grenzt es das Gegenteil von eingrenzen. Es erweitert das Feld. Es erweitert das, aber dafür stehe ich ja an dieser Seite des Puls, nicht an der, denn es soll für euch nochmal knifflig werden. Also wenn ihr meint es zu wissen, Basan, du hast Es sind sechs. Sechs sogar, okay. Sechs insgesamt, genau. Es geht bei 800 Punkten los und es geht bis auf 100 Punkte runter. Selbst wenn es aufgelöst wird, ihr habt immer noch die Gelegenheit, selbst wenn es klar zu sehen ist, 100 Punkte, mal gucken, ob ihr dann schneller seid. Krass. Ja? Okay.
Gut, dann würde ich sagen, Hände nehmen die Buzzer. Oh Gott. Wir starten mit Mats Nummer 1. Okay. Sonic Frontier. Ja. Sarah sagt Sonic Frontiers. Das ist falsch. Oh, okay, geil. Sind das 800 auch gesagt. Minuspunkte? Das sind 800 ja, Minuspunkte, die nochmal dazu Sonic kommen. Gesagt, ja. Die ziehen wir, glaube ich, gerne schon mal ab. Oder wie ist das, Regie? Oder erstmal weiter und nachher abziehen? Haben wir abgezogen. Hm? Dann macht die anderen beiden euch bereit und wir geben das gleich wieder frei. Ja, gut, jetzt weiß ich. Okay, Markus? Splatoon 3. Oh, ja. Ja. Markus sagt Splatoon 3 und das ist richtig. Ja. Korrekt. Wir lassen mal weiterlaufen. Stark. Das habe ich sogar Retail. Ploink. Ich habe das Cover noch nie gesehen. Du hast das Cover noch nie gesehen? Nee, es war die Ausschlag? Farben und das Switch-Logo. Hm. Es war die Farbenmischung. Genau, die zwei expliziten Farben, die eigentlich in der ganzen Promo-Phase und den Trailern und etc. waren es immer diese Farbkombis. Ja, als du es gesagt hast, war ich mir auch sicher. Und ich habe das auch noch nie gesehen. Also, ja. Ja, gelb und violett natürlich. Ja, Abe, so ist es eben, ne? Wenn man das stark im Hirn sich irgendwie festgezurrt hat, kann das natürlich helfen. Punkte bei dir aufs Konto leider bei Sarah abgezogen worden. Wir machen uns bereit für Mats Nummer 2. Das kenne ich. Dying Light 2. Ja. Valentin sagt Dying Light 2. Und das ist? Ja, ist richtig. Richtig. Lassen das Ding mal weiterlaufen in Ruhe. War mir echt unsicher, ob... Ich wusste es auch, aber ob es nicht vielleicht sogar 3 ist. Ich war so verwirrt gerade. Nee, ich habe gedacht irgendwie vielleicht Witcher 3, weil er kommt jetzt dieses Next-Gen-Update, der auch so weiß-rot und zählt das noch rein. Deswegen habe ich noch kurz gewartet. Ey, krass. Ich war ja schon wieder raus gewesen. Ich habe wegen der einzelnen Zahl, die so andersfarbig ist, habe ich an Resi gedacht, aber Resi ist nicht so weiß und da wäre es 600 Punkte jetzt, ey. Aber stimmt, die Zahl ist auf jeden Fall immer prägnant, andersfarbig. Valentin, die Punkte sind bei dir aufs Konto gepackt worden. Sehr gut. Waren 600 nochmal. Macht euch bereit für Rätsel Nummer 3. Mann! Saints Row. Sarah sagt. Okay, ich hätte was anderes gesagt. Saints Row. Es ist aber und richtig. Und das ist korrekt. Ja. Absolut richtig. Ich hätte Far Cry gesagt. So spontan. Ich hätte aber Dead Island gesagt, aber da ist nichts rausgekommen. Ja, auch gut, stimmt. Dead Island, das sind auch diese Farben. Hier kann man es, glaube ich, schon deutlich erkennen. Jetzt Dead Island ist doch noch gar nicht raus. Ja, eben. Nee. Also, ja, ich hatte aber nichts anderes. Ja, es. Also war einfach stark, Saints Row, ja. Danke. Ja, also ja, du hast es sofort gleich im Blick, dass es Saints Row ist. Von wegen, was war da der Ausschlag? Einfach das viele Hellblau. Ich habe das halt irgendwie gesehen. Ich habe das nicht gespielt. Ich habe es auch nicht, glaube ich, als Cover gesehen. Mhm. Aber ich glaube, von den Thumbnails oder so. Oder wirklich Cover irgendwie digital. 800 Punkte. Volle Punktzahl in dieser Runde. Bei Sarah aufs Konto mit drauf. Sind damit auf minus 300 von minus 1.100. Oder hatten wir schon abgezogen? Nee, das stimmt jetzt wieder. Das stimmt jetzt wieder? Ah, okay. Ja, Regie weiß besser Bescheid als ich. Na? Weil ich bin auch hier am Konzentrieren. Und guckt dann nicht immer, wann was dazu kommt oder nicht. Gut, dann macht euch bereit. Und 3 haben wir noch. Das heißt, jetzt kommt Nummer 4. Das ist Sonic mit seinen roten Schuhen, Sonic Frontiers. Sonic mit seinen roten Schuhen, Sonic Frontiers, lasse ich gelten. Hoffe ich. Das ist nämlich korrekt. Das wäre auch krass, wenn es das jetzt wieder nicht gewesen wäre. Dann würde ich, glaube ich, gehen. Ja. Dann würde ich euch den Rest überlassen. Also ich sehe nirgendwo, dass da mit seinen roten Schuhen auf diesem Cover... Nein, das ist schon okay. Nochmal Punkte auf das Konto von Sarah. Danke. Wir haben das vorletzte Rätsel. Sarah? Goat Simulator 2. Sarah sagt Goat Simulator 2. Das ist nicht richtig. Das ist der dritte. Die Musik muss weiterlaufen. Die Musik muss weiterlaufen. Markus? Goat Simulator 3. Goat Simulator 3. Ja, ist undankbar, ja. Das richtig. Jetzt nicht, weil es keinen zweiten Teil gibt. Das ist der zweite Goat Simulator. Aber wir können es ja gleich auflösen. Ja, wir lassen es weiter auflösen. Das ist korrekt. Goat Simulator 3. Ich kann nur danach gehen, eben, was die auf die Verpackung damit draufschreiben. Und man kann leider nicht seine eigene Benennung mit reintun. Goat Simulator
3. Aber eigentlich wusstest du es ja und ja. Ich finde es komplett stark, dass du es instant wusstest. Also, weil ich habe nichts da erkannt. Ja. Erstmal der Respekt und dann ein bisschen Traurigkeit. Ja. Weil du hättest es absolut verdient gehabt, Sarah, eigentlich. Aber ich muss da leider pedantisch sein, dass wir es wieder abziehen und bei Markus die Punkte natürlich drauf tun. Ich habe einfach das Musikgame verloren. Also wir haben darauf gewartet, ja, wann dieser Track weitergeht und du warst halt schneller. Damn. Es sind ja auch keine guten Punkte, die fühlen sich nicht gut an. Nice, immerhin fühlst du dich schlecht. Ja, ich fühle mich schlechter, als hätte ich es nicht gewusst. Alles gut. Eins haben wir noch und macht euch bereit, wir lassen das letzte laufen. Markus? Bayonetta 3. Markus sagt Bayonetta 3 und das ist richtig. Bayonetta 3. Yes. Was bedeutet das? Krieg? Weißt du, wo ich überlegt habe? Karmesin oder Bayonetta? Gerade auch wegen dem Switch-Cover. Karmesin ist ja ab 6. Da habe ich nicht drauf geguckt, stimmt. Das kann natürlich auch nochmal ein Indikator sein. Wir packen die Punkte mal gerne bei dir schon mal drauf, die 600. Ach, Doch noch knapp geworden. Ja, aber man kann mit dem Altersrating das noch machen. Und wir haben einen Endstand erreicht. Wir haben Sarah leider auf Platz 3 mit minus 1100 Punkten, obwohl sehr viel hoch und runter nochmal ging im Finale. Markus hat 4200 Punkte erreicht und Valentin hat gewonnen mit 4700 Punkten. Ich hätte nicht damit gerechnet. Du hast das schwerste Frage gewusst. Ich glaube aber, das ist auch mein erster Sieg von irgendwas hier auf Rocket Beans TV. Ich bin zufrieden, da könnte ich gerade nicht nach Hause gehen. Mach bitte nicht den Ede, das ist auch dein letzter Sieg von irgendwas auf Rocket Beans. Ja, jetzt geht die Streak los. Aber es war mir eine große Freude und eine sehr spaßige Runde, dass wir auch mal hier nur das Gaming zelebrieren können im Nerdquiz. Wir haben es ja häufig mal, wenn wir nicht monothematische Folgen haben, mal eingestreut. Und da kann man gerne mal ein bisschen tiefer in die Thematik eingehen. Und so grundsätzlich, wir wollen natürlich nicht zu lange über das Spielejahr 22 noch fabulieren, werden wir eh oft genug machen, noch in den anderen Formaten. War ein ziemlich gutes Spielejahr grundsätzlich. Ja, wir werden noch ausführlich drüber reden, aber ja. Mehr als genug. Könnt ihr sagen, habt ihr ein Game of the Year? Ja. Ja, ich hab's noch nicht durch. Also es war natürlich lange Zeit Elden Ring, aber God of War gefällt mir schon sehr. Ich hab's aber noch nicht durch, deswegen würde ich die Vorschusslorbeeren noch nicht aussprechen wollen. Vielleicht verkacken sie ja das Ende oder so. Aber es tendiert eher zu God of War, würde ich sagen. Bin ich mal gespannt, wenn du es mal durch hast, wie dann deine Meinung ist. Ja. Sarah, kannst du schon eine Meinung von mir oder brauchst du noch ein bisschen? Naja, direkt nachdem ich es gespielt habe, war es bei mir auch God of War. Jetzt bin ich noch am Überlegen. Aber vielleicht halten wir uns das einfach noch warm für unsere ganzen Talks, zum Beispiel bei den Game Awards. Sag mir Bescheid, Sarah, wenn du Pentiment durch hast. Irgendwie auch gerne im neuen Jahr, weil für mich ist Pentiment stärker als God of War. Okay. Ja, ich habe ja Pentiment noch nicht durch und schwanke deshalb noch zwischen Elden Ring und Pentiment, aber wahrscheinlich wird Pentiment jetzt schon. Also, es ist sehr schwierig, die beiden miteinander als Spiele zu vergleichen, aber ich war wirklich sehr überrascht. Dann kennst du nicht mal Tassing. Ja, ich weiß, es ist schwach. Spiel des Jahres. Aber immerhin habe ich es über Proton gezockt. Ja, das ist Touché. Leute, ich entlasse euch hiermit in den wohlverdienten Nerdquiz-Feierabend gleich und in den Nerdquiz-Feierabend auch für dieses Jahr. Ich bedanke mich bei euch da draußen, dass wir die neue Staffel des Nerdquizzes, wo wir uns mal ein bisschen ausprobieren, wieder so erfolgreich gestartet haben. Gerne eure Meinung nicht nur zum Finale, sondern zum Ganzen hier mal reintun. Wir haben natürlich immer noch Stellschrauben, an denen wir drehen können. Ihr dürft gerne natürlich auch nicht vergessen, dass wir immer noch den brandneuen Nerdquiz-Kalender haben. Wirklich tatsächlich mal akut mit dem Jahr 2023 jetzt. Viele, viele schöne Fragen. Ah, nice. Guck mal, bisschen einschrägen. Jawohl, guck mal. So verkauft man das. Geil, ne? Und hier nicht zu sehen, aber das ABC der Videospiele Level 2 nicht vergessen. Aber all des Dankes darf man natürlich die Leute hinter den Kameras nicht vergessen, sonst könnten wir das alles hier nicht umsetzen. Deshalb hoffe ich, euch alle mit uns allen hier im neuen Jahr wiederzusehen. Und wir sagen Danke und wir sagen Tschüss, bis dann. Vielen Dank. Tschüss. Tschüss.